Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Ungeheuer Hungrig. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Ungeheuer Hungrig, ein Spiel von Lucky Duck Kids bzw. Hyber. Autor Andreas Wilde, ist ab 6 Jahre, dazu später mehr im Fazit. Und es ist für 2 bis 4 Personen, geht circa 20 Minuten. Und an dieser Stelle erst einmal ein herzliches Dankeschön an so viele von euch, die mich quasi auf dieses Spiel hingewiesen haben, wo gesagt habe, Jörg, das musst du dir anschauen, das musst du unbedingt gespielt haben. Ich sag's jetzt schon, ich hab's nicht bereut. Und in diesem Video möchte ich euch das Spiel vorstellen, ein bisschen spielerisch, weil man spielt hier mit Hilfe einer App. Oh je, eine App, ist das jetzt was? Also dazu gleich die Infos und abschließend gibt's wie gewohnt das Fazit. Wenn man diese Box auspackt, dann hat man einen riesigen Kartenstapel. Den mischt ihr bitte nicht, sondern sortiert die Karten hier nach Stapel. Ihr seht auch, das Handy habe ich schon mal hier liegen, weil die App, die benötigt ihr auf jeden Fall. Aber habe am Anfang gar nicht gewusst, spiele ich das mit App? Ja gut, am Hintergrund steht es auf jeden Fall. Brauche ich da eine App dazu? Ja, ihr braucht auf jeden Fall die App zum Spielen. Ihr werdet gleich merken, warum. Aber ich habe mir dennoch die Anleitung durchgelesen. Gut, es gibt es ja auch mittlerweile alles auf der App, aber hier heißt die Einführung, Spielinhalt und dann plötzlich heißt es hier nach wenigen Zeilen, eigentlich müsst ihr dieses Regelheft gar nicht lesen. Nutzt einfach das Tutorial in der App, es führt euch Schritt für Schritt durch die Regeln. Okay, gemacht, getan und dazu gleich die Infos. Weil in diesem gesamten Kartenstapel, den ihr nicht mischt, da sortiert ihr quasi alles aus. Ihr habt quasi einen Bereich für Kapitel 1, für Kapitel 2, für Kapitel 3 und Kapitel 4. Und drunter sind die Karten mit diesem gleichen Symbol. Solltet ihr also wirklich alles durcheinander bringen, hier ist ein Symbol hinterlegt, ihr könnt alles super sortieren. Ich habe an dieser Stelle übrigens jetzt auch wieder alles zurücksortiert. Weil letztendlich, wenn man Kapitel 1 geschafft hat, dann nimmt man die Karten von Kapitel 2 dazu und das wird natürlich ein immer größerer Stapel und es wird natürlich auch ein bisschen anspruchsvoller. Die App, die kostenlose App, die ladet ihr einfach herunter und ich möchte euch jetzt auch, was die einzelnen Kapitel angeht, gar nicht mal so viel verraten. Das heißt, ihr habt ja hier die Möglichkeiten, wie ihr dann spielen könnt. Die App speichert übrigens auch den Spielstand, deswegen nutzen wir quasi mittlerweile schon mehrere Handys bzw. mehrere Bereiche und man kann natürlich auch das Ganze sich immer freischalten. Aber jetzt schauen wir uns erstmal das Ganze an. Ich gehe auf jeden Fall auf den ersten Bereich und ich kann auch gleich mal ein bisschen anmachen, dann hört ihr mal den Hintergrund. Keine Sorge, das bleibt jetzt die ganze Zeit und dann geht ihr einfach auf das erste Bereich und hier wird gleich der Schwierigkeitsgrad euch angezeigt. Leicht, mittel, schwer. Spielt am Anfang auf jeden Fall leicht. Ihr werdet es je nachdem bereuen, weil man hat schon die Motivation mehrfach zu spielen, weil ihr spielt kooperativ. Ihr spielt gemeinsam quasi gegen das Spiel und dann wähle ich einfach mal aus leicht, macht 2 Personen und muss jetzt ein bisschen zurückdatieren, weil wir schon sehr weit sind und am Anfang wird euch quasi auch das erste Kapitel so angezeigt und das ist Großvaters Dachboden. Da wollen wir hin und dazu brauchen wir quasi jetzt diese Karten und diese Karten mit einem QR-Code, die mischt ihr dann quasi dann durch. Und dann schauen wir uns mal den Großvaters Dachboden an. Dazu klicke ich auf den ersten Bereich und wir haben uns das schon ein bisschen freigeschaltet, was man natürlich auch hier sieht. Ja, das Ganze ist noch verbesserungswürdig. Wir haben bisher nur 2 Sterne, aber wir sind durchaus stolz auf die 2 Sterne. Und dann gehen wir auf neue Freunde. Und so sieht das Ganze dann aus. Neue Freunde habe ich angeklickt und das erste Monster erscheint. Misch alle freigeschalteten Krempelkarten, das sind diese hier. Jeder erhält 7 Karten, weil ich am Anfang angegeben habe, wir sind quasi zu zweit. Und ihr hört auch parallel ein bisschen den Sound, den kann ich auch ein bisschen anlassen. Ich hoffe, es stört euch jetzt nicht. Legt das hin und jeder bekommt quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Karten. Was muss man denn überhaupt machen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, das wird am ersten Mal auch angegeben, ist in der Anleitung auch in wenigen Zeilen erklärt, weil das Prinzip ist wirklich nicht schwer. Ihr seht ja hier ein Monster
und das Monster will gefüttert werden mit zwei Karten. Also jeder spielt eine Karte aus. Und ihr solltet möglichst Karten ausspielen, die zu dieser Monsterfarbe passen. So, Monster mögen übrigens auch keine gesunden Sachen. Das heißt, Karten, die ihr hier mit so einer Avocado dann ausspielt, das mag das Monster einmalig. Aber die nächsten drei Karten, die ihr dann ausspielt, sollte nicht unbedingt auch was Gesundes sein. Monster mögen andere Dinge, wie zum Beispiel einzelne Socken oder Märchenbücher. Also solche Bereiche mögen sie, wo einfach das Symbol dann fehlt. Und ihr spielt jeweils zwei Karten aus. Und jetzt schauen wir mal, was ich jetzt hier auf der Hand habe. Das heißt, ich spiele jetzt eine Karte aus. Und diese Karte spiele ich aus. Und was mache ich jetzt? Ich gebe ja quasi diese Karte, mit dem QR-Code gebe ich jetzt diesem Monster. Und ich halte es einfach jetzt über die Kamera. So, eine Karte gespielt. Hier wird es auch nochmal angezeigt, was die Farbe dann ist. Ich hoffe, ihr erkennt das jetzt alles gut, wie ich das euch zeige. Und quasi der Nächste ist dran und schaut natürlich auch auf seine Karten. Was habe ich denn für Karten auf der Hand? Wie könnte es denn passen von der Farbe? Jetzt wird es natürlich etwas schwierig. Naja, ich könnte hier die Essiggurke ausspielen, weil letztendlich werden nachher die beiden Farben gemischt. Und die sollten möglichst passend zu dem Monster sein, dass wir eine Runde weiterkommen. Ja, bei mir wird es schon ein bisschen schwierig, zufällig gemischt. Ich könnte jetzt hier diese Karte nehmen. Ist eine Essiggurke, ist gesund, aber dann zeige ich es euch mal. Wird auch super erkannt. So, und ich habe das jetzt gemacht. So, seht ihr hier oben den Farbcode, was gemischt wird? Und alles wird angezeigt, ihr zieht da eine Karte nach und das könnt ihr quasi auch ohne Sound spielen. Ich mache es an dieser Stelle wieder aus, das heißt, ich drehe es wieder nach unten. Alle ziehen eine Karte nach und so kommt quasi dann das nächste Monster, was man auch hier im Hintergrund sieht. Das erkennen viele ja nur etwas gleich. Ihr seht immer die Farbe des nächsten Monsters, die es hier kommt. Und ihr solltet jetzt möglichst nicht wieder was Gesundes ausspielen, was hier anhand des Stabes auch angezeigt wird. Darauf solltet ihr auf jeden Fall achten. Ich kann natürlich auch Süßkram ausspielen, das heißt einen Farbjoker, aber Süßkram hat immer die perfekte Farbe. Dann spiele ich mal die aus. Ja, Farbjoker, perfekte Farbe und hier natürlich geht der Balken etwas weit runter. Ja, das ist klasse, Süßkram ist super, bloß nichts Gesundes für das Monster. Und so spielt er quasi immer weiter und versucht dieses Level zu schaffen. Später kommen noch, ja, das kann ich euch auf jeden Fall sagen, ein Kaninchen dazu. Kaninchen ernähren sich nur gesund. Da dürft ihr nur gesunde Karten dann ausspielen. Und da hebt ihr quasi jede Karte oben hin. Super, funktioniert super. Das gleich vorneweg, ohne dass ich jetzt beim Fazit bin. Und so versucht ihr ein Monster nach dem anderen zu schaffen. Und irgendwann praktisch heißt es, ihr habt's geschafft. Ihr kommt in das nächste Level. Ihr habt ja vorhin die Übersicht gesehen mit diesen drei Level, was Kapitel 1 angeht. Und habt ihr das dann geschafft, dann seid ihr vielleicht irgendwann im Wald. Und dann dürft ihr diese Karten, und da möchte ich auch nicht zu viel verraten, weil das ist auch eine Motivation, die man hat, auf die Seite legen. Und die neuen Karten mischt ihr dann dazu. Und ihr versucht jetzt im Wald ja, verschiedene Aufgaben zu lösen. Manchmal haben die Karten auch noch so einen kleinen Effekt, der unten auf der Karte angezeigt ist, mit Symbol hinterlegt ist, stellt also keinerlei Problem dar. Und das könnt ihr jederzeit immer spielen, Punkte speichern bzw. euch verbessern bzw. von einem Kapitel zum nächsten zu gelangen, bis ihr vielleicht Kapitel 4 erreicht habt, dort alles geschafft habt. Lasst euch einfach überraschen, was da alles noch passiert und was da auf euch zukommt. Aber das waren auch schon die Abläufe. All das wird mit der App vorgegeben. Zu dritt sind es 6 Karten beispielsweise, die ihr bekommt. All das gibt euch die App vor. Ihr bekommt vielleicht manchmal eine Extrakarte. Ist ganz toll. Ihr müsst manchmal eine Karte spielen oder es wäre sinnvoll, die Karte zu spielen, passend zu dem Bereich, wo ihr gerade dann seid. Dann kriegt ihr noch so ein kleines Extra. Und so funktioniert es. Und das gemeinsam kooperativ. Und habt ihr es nicht geschafft, ja, dann fangt ihr praktisch bei diesem Level einfach wieder an. Ihr müsst nicht wieder ganz vorne anfangen, aber dieses Level habt ihr nicht geschafft und fangt quasi nochmal an, um praktisch euch voranzutasten und weiterzukommen. Und das war schon das ganze Spiel. Ungeheuer hungrig. Was für ein cooles Spiel. Also wir waren alle bei uns positiv angetan und die erste Partie, die dauerte bei uns
2-3 Stunden, glaube ich. Wir sind nur dran gesessen und eine Partie nach der nächsten spielen. Haben wir nicht geschafft. Nochmal, nochmal. Nächstes Level, nochmal. Komm, wir wollen unbedingt in das nächste Kapitel. Und wir haben in den 2,5 Stunden, waren wir auch noch nicht bei Kapitel 4. Aber da haben wir schon so viel erlebt und so viel Spaß gehabt, dass ich sogar irgendwann gesagt habe, also Kinder, das Spiel geht ja quasi 20 Minuten. Jetzt haben wir, weiß nicht, wie viele Partien wir gespielt haben. Wir waren schneller als 20 Minuten. Wir haben circa 40 Partien haben wir sicherlich gespielt, hintereinander, weil wir hatten so viel Spaß. Man kann den Sound mit diesem Rülpsen auch abstellen. Also wer der eine oder andere sagt, ja, das geht ja mal gar nicht, könnt ihr alles deaktivieren, ist auch gar kein Problem. Ihr braucht allerdings die App. Und der eine oder andere sagt jetzt vielleicht an dieser Stelle, nein, das kommt mir nicht ins Haus, da braucht man eine App. Eure Entscheidung. Aber wenn ihr dann mit Kindern dann spielt, und das ist doch für Erwachsene unten super, auch eine klare Empfehlung, dann braucht ihr natürlich die App, ganz klar. Und die harmoniert auch wirklich super. Was auch toll ist, was die Karten angeht, haben wir immer gedacht, kann man das jetzt einscannen, wenn man ja über Schachtel nicht, aber kann ich das einscannen, wird es sofort erkannt. Wir hatten keine Karte bisher, wo es Probleme gab. Ab und an haben wir es ein bisschen höher halten wollen. Die Kinder tendieren das eher direkt vor der Kamera halt zu halten, aber ich glaube 20 cm steht in der Anleitung, sollte sie es oben drüber halten und es wird immer erkannt. Und das Spiel hat so viel Laune gemacht, dass ich es letztendlich dann gleich in allen möglichen Medien empfohlen habe, weil, danke übrigens für euren Tipp, da wäre ich jetzt quasi erst gar nicht drauf gekommen. Andreas Wilde quasi der Autor, aber das ist super. Ich wünsche mir, und das an dieser Stelle, Erweiterung. Ich wünsche mir weitere Kapitel, gern als kleines Pack, als kleine Erweiterung. Also bitte macht da weiter. Da gibt es doch noch so viele Möglichkeiten, was man da jetzt hinterlegen kann an allen möglichen Dingen. Süßig, sonstiges und gesund, ungesundes Essen und so weiter. Also ich glaube, Verlag und Autoren haben so viele Ideen. Es hängt natürlich davon ab, wie erfolgreich dieses Spiel verläuft. Ganz klar, von mir eine klare Empfehlung. Und klar, ihr braucht jetzt ein Handy, anderes Gerät. Es geht auch nicht nur mit Apple, wie ich es jetzt hier habe, App Store, sondern auch Google Play. Also habt ihr hier alle mögliche Alternative und wirklich tubar. Also Spieldesign, Andreas Wilde, Redaktion, Milena Meisner, Programmieren, Jonas Kopzek, oh, jetzt wird es schwierig, beziehungsweise Bartomiev, Salewski und Alina Schweizer hat es korrigiert. Jetzt habe ich mal alle erwähnt. Alle, wo jetzt da hinten drauf sind. Tolles Spiel. Ganz klare Empfehlung. Nicht nur was für Jüngere. Wir haben es jetzt gezockt in der Familie ohne Ende, aber in der Erwachsenenrunde kommt es super an. Da eher dann als Absacker, aber es steht ja auch drauf ab 6 Jahre. Und das war es auch zu Ungeheuer Hungrig. Relativ neues, aktuelles Spiel. Müssen wir schauen, Händler eures Vertrauens oder über die unten genannten Links. Da unterstützt ihr uns ja automatisch, zahlt nicht mehr. Bleibt natürlich letztendlich euch überlassen. Das war's zum Spiel. Klare Empfehlung, tolles Spiel und euch eine gute Zeit und macht's gut, bis bald.